Jo, Freunde, was geht? Wir sind wieder hier bei uns auf der Couch angekommen. Es ist jetzt der 12.1., heißt, wir haben genau 7 Tage nach der OP rum. Wenn ich ehrlich bin, habe ich in der letzten Zeit, übers Wochenende, was auch immer, relativ viel hier auf meiner Couch rumgepimmelt. Mein natürlicher Lebensraum, aber was will man noch anderes machen? Motorschiene und all sowas ist natürlich regelmäßig irgendwie im Einsatz. Ich mache auch nebenbei meine Übungen. Und ich war tatsächlich gestern auch zum allerersten Mal bei der Physio, aber Tag gestern, also Montag, quasi damit begonnen, dass ich erstmal beim Arzt war, zur ersten Kontrolluntersuchung so. Das Bein sieht soweit ganz gut aus. Ich kann auch schon ein bisschen den Muskel bei mir in der Wade ansteuern. Ich kann quasi sieht man wahrscheinlich auf dem Video nicht, ich kann meine Kniescheibe so ein bisschen über die Patellasehne ansteuern. Genau. Ein Arzt war auch schon am Überlegen, ob er die Fäden schon ziehen soll, aber da am Nachmittag halt das erste Mal Physiotherapie anstand oder anstehen sollte, hat er gesagt, lässt er den nochmal drin und ich bin jetzt Freitag, glaube ich, zum Fädenziehen. Ja, genau, dann sind genau irgendwie 10 Tage rum. Das ist so das, was man normalerweise auch irgendwie macht bei Fäden. 10 Tage und dann werden die Freitag halt gezogen. Genau, nachmittags stand Physiotherapie an. War tatsächlich ganz, ganz nice irgendwie so. Also Lymphdrainage ist ja sowieso nice, hatte ich ja vorher schon mal gesagt. Das tut immer ganz gut, kann man ganz gut ein bisschen bei entspannen. Danach hat meine Physiotherapeutin mein Bein nochmal so ein bisschen durchgedehnt. Natürlich nur so in den Maßen, in denen es bewegt werden darf. Aber das tat tatsächlich echt gut. Wir haben auch das Bein mal vermessen. Also ich komme jetzt, wenn ich die Schiene ablege, komme ich so ohne Schmerzen und ohne Anstrengung, komme ich theoretisch auf einen Winkel von 65 Grad. Das ist ein bisschen mehr, als ich darf, so, aber die Schiene bremst mich dabei ja quasi aus. Also das ist schon mal ganz gut. Und wir haben den Umfang von über meinem Knie einmal gemessen. Da bin ich jetzt, glaube ich, bei 43 Zentimetern. Heißt auch, da sieht man, dass da noch ganz gut Flüssigkeit drin ist. Bei meinem gesunden Bein sind es jetzt, glaube ich, 39 oder 38 Zentimeter, also 4 bis 5 Zentimeter Unterschied, die da noch an Flüssigkeit irgendwie raus müssen aus dem Bein. Zur Physio selber noch, also zur Krankengymnastik danach, hat mich meine Physiotherapeutin mal auf eine Waage gestellt. Also so mit einem Bein quasi, mit dem rechten Bein, mit dem gesunden Bein auf so ein kleines Podest und dann mit dem linken Bein auf Krücken musste ich so langsam mit dem linken Bein einmal auf die Waage absenken, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich Kontaktbelastung ist. Also was 20 Kilogramm Belastung ist. Und ich kann es euch sagen, es ist absolut nichts. Es fühlt sich so an, also man geht richtig in die Krücken rein. Du hast gefühlt dein komplettes Gewicht irgendwie auf den Krücken. Kann man zu Hause auch mal ausprobieren, wenn man so durchschwingt oder sich halt einfach nur auf die Krücken stellt, wie sau anstrengend das ist. Und gefühlt so ist es eigentlich die ganze Zeit. Also 20 Kilo Belastungen sind echt nichts. Wir haben dann das quasi nochmal in der Bewegung gemacht, also quasi mit einem Schritt nach vorne. Auch da einmal die 20 Kilo ausgetestet. Dann ist es so, wenn ich glaube ich die ganze Zeit so laufen würde, ich wäre nach 5 Metern platt. Und das ist es eigentlich auch, weil, klar, ich bin mit dem Bus zur Krankengymnastik hingefahren. Gefühlt fährt der Bus 5 Minuten oder so hier bei mir vor der Haustür ab. Aber so Wege oder so, man unterschätzt das echt. Also wenn man so auf Krücken unterwegs ist. Jeder, der schon mal irgendeine Verletzung an den Füßen, Beinen oder sonst was hatte, kennt das vielleicht, wenn man auf Krücken unterwegs ist. Es dauert alles so viel länger und es ist alles so viel anstrengender. Also ich will gar nicht rumheulen oder so, aber so nur auf Krücken und richtige Gangart darauf zu achten, wie man richtig abzurollen hat, weil man will sich auch kein falsches Gangbild irgendwie aneignen. Das ist voll anstrengend, auch wenn es nur super kurze Strecken sind. Und man denkt eben so, ja, komm, ich laufe halt eben kurz zum Bus und das passt schon so. Ihr braucht euch nicht irgendwie um mich kümmern. Ja, sack anstrengend und ich glaube, ich war schon, als ich überhaupt bei der Physiopraxis ankam, war ich schon durch. Also der Sport war eigentlich schon vor dem Sport. So. Ja, das einmal zu gestern. Ansonsten hat mich natürlich der Alltag wieder. Also es kommt durchaus mal vor, dass ich wie heute Morgen ganz gemütlich auf so einem Hocker in der Küche frühstücke, weil man kann seinen Scheiß ja irgendwie nicht mit in der Gegend rumtransportieren. Also du hast ja, keine Ahnung, du kannst dir maximal irgendwie einen Rucksack aufsetzen oder irgendwie so einen Jutebeutel mitnehmen an der Krücke, aber anders kannst du halt auch Sachen nicht transportieren. Also
Wenn da jemand andere coole Ideen hat, runter damit in die Kommentare und sagt mir gern Bescheid, wie ihr euren Scheiß so in der Gegend rum transportiert habt, als ihr Krücken hattet. Oder irgendwie so ein Gehwagen, so, wo man mal eine Schüssel Müsli draufstellen kann, wo man damit irgendwie zum Tisch laufen kann. Aber nein, man, ich sitze auf dem scheiß Hocker bei uns in der Küche und frühstücke quasi direkt von der Theke weg. Ja, nicht ganz so romantisch, aber was will man machen? Ja, da bei der Nachprüfung von dem Knie mit dem Doc sagt er auch, jetzt kommt halt irgendwie so die langweilige Phase, weil man kann halt irgendwie nicht so richtig Sport machen, man darf das Bein nicht so richtig belasten, es muss alles in Ruhe bleiben und irgendwie verheilen. Physio und KG kann halt auch nicht viel machen, du kannst zu Hause, alles was mit Krücken ist, ist irgendwie nervig. Also unsere Wohnung ist halt auch noch relativ schmal geschnitten, so dass man überall relativ schmale Gänge hat. Ja, schockt einfach nicht. Also ich bin mal gespannt, was ich im nächsten Vlog sagen werde, aber gefühlt sitzt man den ganzen Tag nur rum. Hatte ich ja im Krankenhaus schon gesagt, Rückenschmerzen vom ganzen Sitzen und so. Da bin ich schon ein bisschen am Gegendehnen. Aber es macht mir halt auch nicht so richtig Spaß. Ja, der langweilige Teil. Okay, Leute, ich hoffe, ich konnte euch nochmal einen kleinen Einblick darin geben, wie es jetzt so aktuell aussieht. Ja, die Tage sind irgendwie kurz, man schläft lange, man geht früh ins Bett und man sitzt viel rum. Das ist es bisher. Also, haltet die Ohren steif. Tschüss!